Wenn ich das alleine nicht schaffe, dann wird es jemand anders übernehmen hier. Wir werden heute das Geld ausspielen. Wir haben uns das vorgenommen, jetzt die Pfingsttage über, die Pfingstnächte über, besser gesagt. Oh, herzlich willkommen. Wer ist denn da am Telefon? Ja, hallo, hallo, ist der Luca. Hallo, Luca. Bist du so? Über 18? Ja, schon. Ja, ja, schon. Was hast du raus? Was für ein Vogel? Die Ente. Die Ente. Aber die Ente, die hat doch hinten eh so wie der Affe. Hm, Lukas. Das kann's nicht sein. Mach mal jetzt. Ich verdoppel mal hier gleich. Komm, mach mal 2000 Euro, sonst komme ich nicht hin mit diesem Riesengewinn, den wir heute ausspielen wollen. Also, ich habe keinen Gewinner gefunden. Dann muss ich mich mal beeilen, weil ich habe auch ein neues Spiel mitgebracht, was ich jetzt ganz schnell spielen wollte. Ja, das heißt, wir legen jetzt mal ganz schnell los. Tschüss. Liebe Zuschauer. Nach dem garantiert 10.000 Euro raus, ist die große 10.000 Euro Nacht und da ist jemand am Telefon. Herzlich willkommen, hier ist die Sandra von Money Express. Wen darf ich begrüßen? Hallo? Hallo, hier ist Angelika. Angelika, ich grüße Sie. Mensch, wo waren ja, Sie denn so lange? Das freut mich, dass ich durchgekommen bin. Woher rufen Sie an? Ich rufe aus Kempten an. Aus dem Allgäu, das ist ja schon ja, mit Linda. Aus dem Allgäu. Da habe ich Ihnen Glück gebracht. Angelika, welches Tier haben Sie gefunden? Das kann nur der Spatz sein. Angelika, das tut mir jetzt wirklich leid. Da muss ich Sie leider enttäuschen. Den Spatz schreibt man ja mit TZ, also mit 5 Buchstaben und nicht nur mit Z. Also ich sag dir das Spiel, ich mag das auch nicht immer, diese alten Kamellen. Ich muss noch 9.000 Euro ausblasen, aber doch bitte nicht mit so einem Spiel. Komm mal bitte, neues Spiel. Bitte gib mir ein neues Spiel. 5 neue Leitungen, ein neues Spiel. Ja! Ja, 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 ja. Let's go, liebe Zuschauer. Das bedeutet, Ladies and Gentlemen, hier kommt ein niegelnagelneues Spiel. Und 5 neue Leitungen. Wir suchen ein Wort. Wie viel machen wir? Wir müssen noch 9.000 Euro spielen, das heißt, wir geben jetzt Ihnen gleich mal 4. 4.000 Euro und ich starte diese Runde in 5, 2 Uhr Nacht, Freitagnacht, da sind doch wirklich alle beim Feiern. Liebe Zuschauer, jede Person, die ich kenne, ist heute ausgegangen. Wahnsinnig schönes Wetter hier in München, sind die Straßen voll, eine Party nach der anderen. Ne, ist da jemand am Telefon? Ja. Hallo, hier ist die Sandra von Money Express, wen darf ich begrüßen? Ja, hallo, ich bin die Karin. Karin, ich grüße Sie recht herzlich. Ja, ich rufe aus Aachen an. Aus Aachen? Ich drücke ja. Ihnen jetzt beide Daumen. Nennen Sie mir bitte die Lösung. Bienenstock. Das hätte ich auch gesagt und das ist... Ja. Richtig, wollte ich jetzt sagen und ich wollte mich jetzt gerade über 4.000 Euro freuen. Was ist jetzt da los? Leitung. Schauen wir nochmal hin. Leitung. 2, 5, 8, 11, 14. Mensch, das ging aber schnell. Das hat ja wunderbar geklappt jetzt mit 10 Leitungen. Herzlich willkommen, hier ist die Sandra von Money. Ich brauche den Psychologen. Was machen wir jetzt? Jetzt. Eva und Comedy Central, liebe Zuschauer, empfangen Sie uns auch weiterhin, falls Sie uns bei Nick nicht mehr sehen sollten. Auf Viva und Comedy Central sind wir auf jeden Fall noch zu sehen. Ha! Herzlich willkommen, wer ist am Telefon? Ja, Juliane. Juliane, hallo, hier ist die Sandra von Money Express. Ja, hallo. Hallo, Juliane. Sind Sie aufgeregt? Ja, ein bisschen schon. Juliane, ich drücke Ihnen meine Daumen. Welche Lösung haben Sie? 7. Welchen Sender schauen Sie denn gerade? Oder haben Sie die Leitung 7 getroffen? Juliane, ist das Ihre Lösung? Wieso ist das falsch? 7? Für Juliane, es müssen alle Buchstaben verwendet werden. Bleiben Sie mal am Telefon, Sie bekommen auf jeden Fall mal 20 Euro von mir. Und jetzt? 7. 7 kann man daraus durchaus bilden. Nur das Problem ist, 7 kann man nicht mehr bilden, weil man das zweimal verwendet. Und wahrscheinlich dachte die nette Dame, man kann oder braucht nur einen Buchstaben zu verwenden. Aber man muss alle 9.
So, ja. Oh, ach Gott. Herzlich willkommen hier zu Sandra von Money Express. Die machen es aber spannend. Wer ist am Telefon? Hallöchen, hier ist Lisa. Lisa, du bist über 18? Ja, logisch. Ich ja, wie alt denn, Lisa? Bitte? Wie alt denn? Och, muss ich das sagen? Nein. Aber ich bin alt genug. Lisa, es geht um 7.500 Euro und ein Plasmafernseher. Deine ja, Lösung? Super. Stockbiene. Hallo. Lisa, bleib mal bitte am Telefon. Du bekommst was geschenkt, aber... Stockbiene. Sag mal, kennt jemand eine Stockbiene? Ein neuer Tipp, ein Tier mit Hörnern. Jetzt oder auch jetzt. Ah, oder jetzt. Hallo, hier ist Sandra von Money Express. Ist da jemand am Telefon? Ja, grüß dich, hier ist der Christian. Christian, guten Morgen. Wie alt bist du denn, Liebster? Guten Morgen. Wie alt ich bin? Ich glaube 40 oder 49 werde ich gerade. Heute aber nicht, oder? Nein, heute nicht. Christian, und du hörst dich ein bisschen verschlafen. Hast du schon geschlafen? Ein bisschen müde war ich schon. Was hast du bis jetzt gemacht? Gearbeitet. Deine Lösung schnell? Ich würde sagen, gehe Steindock. Christian, du hast 8.888 Euro und einen Plasmafernseher gewonnen. Das ist dein Fernseher. Nein. Ja. Kannst du es glauben? Nee. Bleib am Telefon, die sind nett und steuerfrei. Wir lösen hier noch schnell ein Spiel auf. 244 war die Lösung von diesem Spiel. Beim 15 Liter ist hinter dem Liter kein Punkt. Und hinter dem 50 Liter Fass ist noch ein weiteres Fass, ist allerdings leer. Da sieht man, wo unten kein Stöpsel drin ist. Und in den Kreisen sind die angeschnitten. So, das war's. Ich darf mich jetzt bei Ihnen fürs Zuschauen und fürs Mitspielen bedanken. Wenn Sie möchten, dann sehen wir uns wieder Sonntagnacht, glaube ich, hier ab 0 Uhr. Christian hat bei mir 8.888 Euro und ein Plasma gewonnen. Das ist mal cool, da kann jetzt eine Party losgehen und wir gehen jetzt alle ins Bett. Bis dann, liebes Team, gute Nacht.